Wenn es das ist, wenn es das alles ist, was ich gekriegt habe, dann gute Nacht. Hört ihr sie auch? Die hasst die zu. Die schreien. Da haben wir was. Hydra, Mensch, Survivor. Auch für Mensch. Ich weiß, wie ich dechiffriere. So. Hammer, Banshee, Hurricane. Da haben wir auch noch was. Nix da. Du verwendest jetzt nicht nochmal Medigel. Mist. Okay, doch. Kampfsensor verbessertes Visier. Oh, beweg dich nicht so lahmarschig. Wie viel bist du Battlefield 3 mit seiner Dauersprintbewegung? Nein, wir gehen noch nicht zum proteanischen Sender, denn noch haben wir noch nicht alles erforscht. 2 Milliarden Jahre später. Warum habe ich hier Wiese? Ich bin auf einem verfickten Stahlriesen. Ich bin auf Stahl. Ich laufe auf Stahl, Leute. Kryo-Sprengsatz. Fusionssprengsatz. Ist klar. Du hast mich verarscht, oder? Sehr langweilig. Ist noch nicht mehr extreme Stärke. Früher war es wunderschön hier. Sondern nein, Giftschaden. Was will ich mit Giftschaden, Leute? Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bittet sofortige Tatsächliche Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Wo ist die, Ashley? Etwas muss ihn aktiviert haben. Ja, Roger, das ist eine schöne Grafikbugs. Da ist. Also hier so in der Mitte dürfte die Ashley rumstehen. Jetzt schaut sie sich dagegen an. Jetzt sieht Commander unsere unsichtbare Ashley und schubst sie zur Seite. Jetzt Luft in der Hand. Bums. Und ich werde high. Ich werde high. Nein, oh, fassen ja. Sie ihn nicht an. Es high. Ist zu gefährlich. Ich bin high. Das war die Überdosis. Da fehlt der Arm. Ach nee, der ist im Kopf. Das große Schiff. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Geil, aber das ist arg, arg. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Come and try it, bitch. Ein Augenblick. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, dass er aufwacht.
Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? So, Dille, und da bin ich wieder. In 20 Minuten gibt es bei mir Essen, deshalb wird dies die letzte Konversation sein, die wir jetzt noch machen werden. Es gibt lecker, lecker Steinbeißerfilet. Oh, lecker, lecker. Ich liebe Fisch. Mir geht's gut. Ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? 3 Tage. Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Schade. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Tja, ist Ihre Schuld. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Ja, ich wollte schon immer mal von einem Mädel getragen werden. Gute Arbeit. Lach nicht, Mädel. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe geträumt. Ach, Enter funktioniert nicht, muss ich halt wieder schon wieder. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich wache mir vor wegen Jenkins. Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Das tue ich auch. Sie tragen keine Schuld an Jenkins' Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Was macht Williams hier? Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Sie war gut, also gut hier. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Sie wollten mich unter 4 Augen sprechen, Captain? Wir reden halt schon die gesamte Zeit, aber egal. Ich werde sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Zaren, diesen anderen Turianer. Zaren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Zaren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum? Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Zaren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Zaren gesucht hat? Eine Vision. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Eine Art Warnung. Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen, dass ich schlecht geträumt habe? Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen immer noch, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Zaren. Aber ich kenne Zaren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Tja.
Tja. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Alles klar, so. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Das machen wir aber erst, nachdem wir A. gegessen haben und B. gespeichert. Bis gleich. Und ich wünsche mir, und wenn ihr gerade esst, euch einen sehr guten Hunger und guten Appetit.